Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir die letzten Kostüme für Malik und Sharia gefunden, sag ich mal. Ich würde mal sagen, ich sollte vielleicht mal einige davon ausrüsten. Nebenbei habe ich noch einige DLC-Kostüme, die ich schon seit Ewigkeiten habe, ebenfalls mal ausgerüstet und ich, ja, ich finde, wir sollten die mal ausrüsten, weil... Ja. Zum Beispiel hätten wir hier Pilotenkämpfer, Schulhof Schönling, Grübener Schwertkämpfer, aufstrebender Held und so. Ja. Und Richard. Und Richard. Ja, und ich werde mal hier bei jenen erstmal so die ganzen Kostüme ausrüsten, die ich für passend halte. Nächstes würde ich also die annehmen. Weil wegen dem Kampfthema. Imperialer Ritter. Mecher, Butler. Gehen wir das hier. Weil irgendwie habe ich bis jetzt noch keinen davon angezogen, von diesen Klamotten. Oh, sie kann so rumlaufen. Bam, bam. Sie kann... Weiß ich nicht. So rumlaufen. Und er kann... Das haben wir letztens freigeschaltet, ne? Doch Hengstdinger, ey. Flammender Samurai natürlich. Oder nehmen wir den. Da sieht er irgendwie aus wie Chris Redfield aus. Resident Evil. So, und jetzt werde ich mal unser nächstes kleines Abenteuer in Gang setzen. Und zwar, indem ich das gedacht wäre. Botenjunge. Oh, it's a message from Poisson. It must be important if she reached you all the way down here. Let me see. And I was wrong. It's from Fourier. Anything about Lambda? Nope. Wrong again. Wieso? Den haben wir schon erledigt. Frederick's been borrowing her lab comp machine since forever, and it sounds like she wants it back. Come on, we're busy. Have her get it herself. Irgendwie nicht mehr. She's busy in her lab. Also, we can get to Mont much faster in the shuttle. Sounds like we don't have a choice. Let's go find Frederick and take it back. If you insist. Okay, dann auf dem Weg zu Frederick. Ja. Man kann sich doch nicht einfach was ausleihen und es dann nicht wiedergeben. Selbst ein alter Mann darf das nicht. Alles klar, dann auf nach Lond. Ja. Ich will mit diesem Projekt endlich mal fertig werden. Anderthalb Jahre, das ist schon ein bisschen lang. 230 Stunden sind auch lang. Vor allem, weil das Meister von alles offscreen erledigt worden ist. So, hier ist ein Stern und ich werde mal ganz zufällig einfach so die Truppe mal so lassen. Und hier ist ein Stern. Warte mal. Ja, okay, egal. Ist egal, machen wir jetzt einfach Stern. Was hat das zu bedeuten? Mein Gott, wie unsere Truppe jetzt aussieht. Ah, Frederick. Perfect timing. Did my sister leave a machine called a lap comp with you? Cause I think she wants it back. Yes. Your sister was kind enough to let me borrow it. I will bring it down right away. Please just wait there. Alles klar, Frederick. Das kann schon Schlimmes passieren. Some sort of gizmo my sister cooked up. I don't know what it does. Ist so richtig geil wieder. Keine Ahnung. Sich so daran zu gewöhnen, nicht mehr vorlesen zu müssen, im Gegensatz zu Symphonia. Aspel. What is it, Sophie? Do you know something? No, look. It's the sky. The sky? Sag mir nicht, dass da auch Aliens vom Himmel regnen. Oh doch. What the hell? Those people just fell out of the sky. We have to. Es war wieder wegen Zilla, verdammt. Oh my gosh, they're humanoids. I gotta check this out. Everyone, get back. Run for your lives. We have to stop those things before they hurt someone. Wir kümmern uns um die. Die schnappen bei uns. We'll
So, schon wieder ein bisschen näher, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Oh mein Gott, wir kriegen voll aufs Maul. Wieso kriegen wir noch aufs Maul? Wir sind aus dem Future Arc, hallo? Wir kommen aus der Zukunft. Oh Gott, was in... Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Wurdest du gerade geheilt? Irgendjemand hat dich geheilt. Und Hubert ist tot. Was zum... Ich mache erstmal die Platte, weil ich glaube, die können heilen. Ja, das war sehr gut. Ja, das war auch sehr gut. Ja. Anfällig gegen Arzt, sag das doch gleich. Leck mich. Aber müssten wir langsam schon stark genug sein. Wir können sich teleportieren, natürlich. Und Hubert ist die ganze Zeit am Verrecken. Was zum... Okay, bitte heilen, bitte heilen. Wir haben auf Chaos eingestellt, kann das sein? Ja, kann sein, aber wir bekommen voll wenig Erfahrungspunkte. Revitalisierung verbessert, sehr schön. Those were the same type of humanoids we saw on Phodra. Is it possible they fell all that way? Considering the mass of the planet and the gravitational constant, yeah, I think that's pretty much impossible. So where did they come from? Huh. What? What do you see? No way. Was denn? Grandpa! Lodasbel! Sharia! Help me! Was zum Teufel ist jetzt passiert? Be serious, you two. We're gonna get you down, Frederick. Just hold on. Hey, check out that thing he's holding. It must be the lab comp my sister was talking about. Hey, throw me the lab comp! I cannot! Oh dear me! Oh my stars and garters! Boo! Come on! Just give it back already! Come on, guys! Let's get to the roof and see if we can help! Oh no! Too late! I think I'm going to... Eine schöne Heldentruppe sind wir einfach nur... Ah toll! Frederick wurde von Aliens entführt. Schöne Heldentruppe sind wir einfach so... Einfach... Da stehen und nichts tun. I don't understand. What could have pulled him into the sky? It must be Fossilos. The big ring that surrounds Athenia. But why? And more importantly, how do we get there? Why not just take the shuttle? Right. Let's get going. Oh, warum nicht? Here we come. Hold on, Grandpa. Der Zonenkäfig wurde der Weltkarte hinzugefügt. Yay! Aber es waren einige sehr merkwürdige Ereignisse gerade. Ich mal kurz speichern, weil die Gegner, die haben uns richtig doll auf die Fresse gegeben. Ja, ich muss mal kurz gucken. Nee, das ist vor dem finalen Kampf noch. Weiß nicht. Ich glaube, das ist richtig. Wird schon richtig sein. Wir spielen auf Chaos. Wir haben im Mixer. Okay, ich habe schon gute Sachen hier drinne. Anscheinend. Alles klar, dann hier. Zonenkäfig. Is this the place? Maybe we go in through there. Hold on. We should think this through. Ach was? Was kann schon passieren? Oh nuts, nothing. Maybe I was wrong.
Aspel, what's this? I'm not sure. Let me take a look. Und? I'm not sure either. Pascal, may we borrow you for a moment? Pascal? What is it, Pascal? Say something. What's going on? So you have come this far. Okay. Something's wrong with Pascal. Ach nee. Sophie, get back! This facility is called the Zone Cage. It was constructed by the Amarcians. The Zone Cage? I am speaking to you through Pascal's communicator. I hacked into it with the lap comp. Who are you? And what have you done with Pascal? I am Frederick. Was? What? That's impossible. I told you, I hacked into... I don't care if you're hacking or packing or what. Let her go this instant. Where are you? Show yourself. You have no right to impersonate Frederick. Hey guys, hold on a second. He said something about the lab comp, right? Thank you, Lord Aspel. Very well. We will trust you. For now. Why have you chosen to contact us in this way, Frederick? Do you see the stand in front of you? Please place an apple gel there. Here, Aspel. I have one. Eins, wir haben Dutzende. It opened. I assume we go through here now, Frederick? Yes. Go through the portal and... Oh no. They have found me. I must hide. What's wrong, Frederick? It can't be. No! Stay away from me! Frederick, what's wrong? Frederick? Grandpa! Oh no! Is he dead? Come on, talk to us. Oh, hey, what? Is that you, Pascal? Huh? What do you mean? Don't you remember? Remember what? We have no time for this. Let's go save Grandpa. Right, let's go. Yo. Ah. Ohne Truhe. Ja, und willkommen im Bonus Dungeon. Und Tales of Quest SF, der Zonkäfig. Hier wird's. Und die Musik ist hier verdammt laut, habe ich so das Gefühl. Deswegen muss ich ein bisschen lauter reden. Und da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Bitte was? Muss mal kurz gucken, wie stark die Gegner hier sind. Wir ziehen verdammt ihn ab. Wir kämpfen gerade gegen Richard als Kind und Hubert als Kind und Dings war auch hier, glaube ich, Espel. Warum auch nicht? Ah, komm mal her. Freundschaftspack. My ass. Das wird lustig hier. Erobere den Zonenkäfig. Im Zonenkäfig erhöht eine mysteriöse Kraft die Stärke der Gegner und schwächt deine Fähigkeiten, Schaden anzurichten. Wenn du Gegner besiegst oder bestimmte Objekte im Verlies benutzt, wird diese Kraft abgemildert. Behalte das im Hinterkopf, ehe du dich in einen Bosskampf stürzt. Das werde ich. Ja, nein, ist noch Espel, den machen wir auch noch platt. Weil jedes Mal, wenn wir kämpfen, verringert sich die Feindstärke ein bisschen. Und das ist gut. Und dann wird der Boss auch, glaube ich, ein bisschen schwächer. Ich bin mir nicht sehr sicher. 100% weiß ich das nicht. Ich nehme es einfach mal an. Bams. Aber naja. Aber. Oh. Ja, und das ist schon mal sehr gut.
mal jemand Dings wiederbeleben, danke. Anscheinend nicht. Okay, dann. Ja, nur wenige Tränke des Lebens. Bitte nicht töten. Alles klar. Der Knopf willst du ihn drücken. Und das ist jetzt nicht optimal. Ja, das ist nicht gut. Kann man irgendwie flüchten? Ja, wir bekommen dicke Schaden von denen. Ich glaube, ich tue den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen runterstellen. Ja, wir bekommen viel zu viel Schaden. Welches Level sind denn die überhaupt? Ja, 112. Personifizierte Unschuld. Okay. Ach man, mein, guck euch doch mal an, wie viel Schaden die machen. Ja. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen Frederik immer noch suchen. Ich warte auf so eine gelbe Säule, weil die sind wichtiger. Es geht. In den Ecken sind meistens immer so Schatzrohren, wo irgendwelche random Dinger drin sind. In dem Fall sind es sogar Kräuter. Ich würde sagen, ich drücke mal Start und ja, ich glaube, wenn ich im Menü gehe, dann geht die Zeit weiter. Und ja, ich werde ein paar etwas kürzere Parts jetzt reinschneiden, weil ich nicht weiß, wie es vielleicht gleich mit Frederik sein wird. Deswegen, ja, mache ich hier einen Schnitt und die zukünftigen Parts werden wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden, weil wenn du so durch den Zone kippst, mal ganz schnurstracks durchgehen und dann direkt zum Boss rennen werden bei nächsten Male. Und ja, ich hoffe, ihr seid darauf eingestellt. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, aber ich werde es versuchen. Bis dahin, tschüss.